SWR1 Leute Night, der Radiotalk im SWR-Fernsehen. Ist unsere Demokratie gefährdet? Warum müssen wir um unsere Freiheit kämpfen? All das möchte jedenfalls Ivan Hofstetter, also nicht, dass die Demokratie gefährdet ist, sondern sie hat diese Gefahr gesehen und sagt, wir müssen dagegen angehen. Und sie weiß, wovon sie redet. Denn die Gefahr geht von intelligenten Maschinen aus und sie hat eine Firma, ja, die Maschinen intelligent macht. Guten Tag, Frau Hofstetter. Ich grüße Sie. Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie solche Sachen liefern, die uns gefährlich werden können? Nein, überhaupt nicht. Es gibt gute intelligente Maschinen und böse intelligente Maschinen. Und wir bauen natürlich nur die guten intelligenten Maschinen. Ja, das sagen die Wissenschaftler immer. Und als die Atomkraft erfunden wurde, da hat auch jeder daran gedacht, dass man damit ganz tolle Sachen machen kann und unsere Heizungen wärmer werden. Niemand an die Bombe. Es ist doch alles in jede Richtung handelbar, oder? Natürlich, es sind sogenannte Dual Use ist möglich, also zweifacher Nutzen dieser Technologien ist in der Regel heute möglich. Aber eben tatsächlich ist es so, dass wir versuchen zu unterscheiden, wie der Einsatz dieser Maschinerie erfolgt. Und Sie wissen ja oder wissen vielleicht noch nicht oder die Hörer lernen das heute, dass das im Zusammenhang mit Big Data steht, also mit der Überwachung, der Erfassung großer Datenmengen. Und da arbeiten wir ganz insbesondere nicht mit Humandaten. Also wir versuchen nicht, Menschen zu überwachen, Menschen zu analysieren, Menschen mechanisch, mathematisch zu manipulieren. Das machen wir nur mit Anlagen beispielsweise oder mit Verkehr oder Logistik. Also wir versuchen da schon eine Unterscheidung zu treffen. Und wenn Sie Ihr Material an Geheimdienste verkaufen, die können das nicht auf Menschen anwenden, was Sie ursprünglich mal für Maschinen gedacht haben? Wir verkaufen unser Material nicht an Geheimdienste. Das müssten Sie uns schon stehlen. Sie liefern keine Geheimdienste? Nein. Das stand in Pressemitteilungen manchmal anders. Und wie können Sie das ausschließen? Woher wissen Sie das? Nein. Ich glaube, da verwechseln Sie etwas. Wir arbeiten mit staatlichen Institutionen zusammen. Es gibt beispielsweise die Polizei, die natürlich daran interessiert ist, zur Verbrechensbekämpfung, zur Aufklärung von Straftaten, bestimmte neue Technologien, digitale Technologien einzusetzen. Das ist aber ein ganz anderes Blatt Papier. Und mit der Polizei, das möchte ich eigentlich an der Stelle anbringen, habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht. Die versuchen schon, den Persönlichkeitsschutz der Menschen, die sie ausforschen wollen in Bezug auf Aufklärung von Straftaten zu wahren. Also ich sehe da schon eigentlich ein positives Verhalten. Mindestens bei der bayerischen Polizei ist das so. Das ist bei der baden-württembergischen selbstverständlich ganz genauso. Davon gehe ich natürlich aus. Das sind lauter nette Leute, die nur dafür sorgen, dass es uns gut und nicht schlechter geht und dass wir nicht beklaut werden. Aber Sie wissen doch selbst, dass staatliche Stellen von ihren Geheimdiensten auch angezapft werden, ne? Ja, das ist so. Wir sind im Zeitalter der Überwachung angekommen. Die Überwachung wird deshalb möglich, weil wir digitale Technologien im Einsatz haben, die ermöglichen, dass wir hier ja Dauerüberwachung etablieren. Jeder Einzelne von uns lässt sich auch gerne überwachen. Und der Spion in unserer Hosentasche ist das Smartphone. Das ist eben der Sensor, der weitererzählt allen möglichen Menschen, von denen wir wissen und von denen wir nicht wissen, was wir tun, wie wir uns bewegen, wie wir uns verhalten. Haben Sie es jetzt ausgeschaltet? Ich habe gar keins. Wie, Sie haben kein Smartphone? Ja, das ist also eine der Maßnahmen, die ich... Wahnsinn. Ja, ich hatte eines und ich habe das abgeschafft. Sie sind ein lebendes Beispiel dafür, dass man durchs Leben kommt ohne Smartphone. Oh, ich wollte das jetzt mal der Öffentlichkeit mitteilen. Das geht wunderbar. Ich habe auch keinen Facebook-Account. Es lebt sich wunderbar. Lassen Sie uns über einen ganz konkreten Fall sprechen, der heute in der Zeitung steht. Die NBW, unser Energieversorgungsunternehmen in Baden-Württemberg, forscht heimlich ihre Kunden aus. Das geht bei einem einfachen Telefonat los. Ich wähle eine Nummer, rufe bei denen an, dann kommt vom Band, das wird hier mitgeschnitten, wenn sie nichts dagegen haben. Und wenn sie was dagegen haben, dann sagen sie nein. Und dann sage ich nein und wird trotzdem mitgeschnitten. Ist das nicht verboten? Ja, das hat eben hier mit Intelligenz jetzt gar nicht so viel zu tun, sondern mit der Rechtslage. Die Rechtslage in Deutschland und in Europa ist die, dass es verboten ist, persönliche Daten von Ihnen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, vielleicht sogar zu veräußern. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz grundsätzliches Verbot, es sei denn, es ist erlaubt. Das heißt, der Jurist redet hier vom Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also die ENBW darf das nicht. Der Erlaubnisvorbehalt kann eigentlich nur auf drei Wege erteilt werden. Das eine ist per Gesetz, also das wäre beispielsweise dieser ganze Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Da würde per Gesetz geregelt, dass so etwas möglich ist. Der zweite ist ein richterlicher Beschluss. Das kommt häufig vor, wenn wir bei der Polizei Auswertung von Daten haben. Oder eben sie willigen ein als Einzelne. Das tun wir häufig, wenn wir beispielsweise Online-Services nutzen, Online-Shops nutzen. Das passiert dann, wenn wir beispielsweise dieses ominöse Häkchen setzen bei den Nutzerbedingungen. Ich stimme zu, dann darf alles mit ihren Daten gemacht werden.
gemacht werden, denn meistens lesen die Leute nicht, was da möglich ist. Und in diesem konkreten Fall ging es eben um die Einwilligung der Aufzeichnung des Telefonats. Und wenn die nicht erteilt wird, dann ist hier die Einwilligung eben nicht gegeben. Das Einverständnis liegt nicht vor und damit ist es nicht erlaubt. Was kann ich dagegen tun? Ja, Sie könnten natürlich, wenn Sie wollen, rechtlich dagegen vorgehen. Wenn Sie wissen, dass Sie mindestens mal telefoniert haben und ahnen könnten, dass Sie aufgezeichnet, Ihr gesprochenes Wort aufgezeichnet worden ist. Unter Umständen wäre hier auch eine strafbare Handlung, die vorliegt. Also man könnte hier beispielsweise überlegen, ob man Strafanzeige erstattet. Mhm. Das wäre das, was man machen könnte. Nun sagt NBW, Sie haben es inzwischen zugegeben und wollen das auch ändern. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sie sagen aber, es würde sowieso nichts passieren, weil nach dem Telefonat würden die Daten dann auch gleich wieder gelöscht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Denkfehler mache oder zu viel denke. Was macht denn das für einen Sinn, wenn man die Servicequalität verbessern will und gleich nach dem Gespräch das alles wieder löscht? Ja, die Frage ist eben, wie glaubwürdig das ist. Ich höre das öfters in Deutschland von sogenannten deutschen IT-Experten, die sagen, ja, also die Daten, die liegen ja in irgendwelchen ERP-Systemen, in irgendwelchen Planungssystemen. Mit den Daten wird ja gar nichts gemacht. Warum regen sich die Leute hier so auf? Das stimmt nicht. Es mag sein, dass Deutschland hier technologisch noch etwas hinter dem Mond ist, aber tatsächlich ist es so, dass die Daten, die von uns erfasst werden, beispielsweise beim Online-Shoppen, beim Mobiltelefonieren, sehr wohl verarbeitet werden. Denn häufig haben wir es ja nicht mit deutschen Anbietern zu tun, die wir nutzen, sondern wir nutzen amerikanische Anbieter. Wir nutzen Google Services, wir nutzen Microsoft, wir nutzen Apple. Und da sieht die Sache eben ganz anders aus. Und diese Daten werden sehr wohl auf eine Art und Weise genutzt und manipuliert, dass uns eigentlich schwarz werden kann vor Augen. Sie haben gesagt, es gibt drei Stufen. Erstmal das Sammeln von Daten, dann kommen Algorithmen ins Spiel, die das alles so verteilen, dass man mit diesen Daten was anfangen kann und dann fangen an, die Maschinen sich selbstständig zu machen. Gehen wir der Reihe nach durch. Dass viel über uns gesammelt wird, ist jetzt, glaube ich, eine Binsenweisheit. Aber man muss sich das mal vielleicht konkret vergegenwärtigen. Die ersten Zuschriften haben schon gesagt, toll, dass ihr kein Smartphone habt, wir auch nicht, aber wenn es damit losgeht, dass die Eltern ihren Kindern WhatsApp und Facebook einrichten, ist schon mal der falsche Weg beschritten. Ja, die Bürger haben relativ wenig Ahnung davon, dass sich hinter dem Glas des Smartphones oder des iPads oder was auch immer sie benutzen, ein Ökosystem an intelligenten Maschinen entwickelt. Wir hören immer nur, wir werden überwacht und es werden Daten gesammelt. Und viele Menschen glauben einfach, naja, das ist kein Problem, die Daten liegen in irgendwelchen Datensilos herum. Damit macht ja keiner was, aber das ist eben nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, dass gerade intelligente Maschinen in dem Zusammenhang, also künstliche Intelligenz, lernende Maschinen sind ein Unterfall der künstlichen Intelligenz, sehr wohl sehr viel anfangen können mit Daten, die völlig verstreut sind, die völlig zusammenhanglos ausschauen. Und diese Rohdaten, die werden durch diese künstliche Intelligenz zusammengeführt, fusioniert, sagen wir. Also der erste Schritt ist es, möglichst viele Daten über uns zu sammeln, aus allen möglichen Lebensumständen, mit dem Smartphone beispielsweise oder eben auch so, dass wir entsprechende Einträge einstellen in die Facebook-Chronik. Diese Dinge, die machen wir ja freiwillig, aber die Tendenz geht eben dahin, dass immer mehr unfreiwillig von uns Daten gesammelt werden. Wir haben gerade eben den Fall NBW gehabt, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen oder mitwollen, dass hier Daten uns einverstanden erklären, dass Daten gesammelt werden. Also sammeln ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der der Auswertung und die erfolgt durch künstliche Intelligenz, durch lernende Maschinen. Und hier geht es darum, dass man aus diesen Rohdaten neue Informationen herauszieht, die irgendwie relevant sind für denjenigen, der diese künstlichen Intelligenzen betreibt. Ein ganz kleines Beispiel, weil wir gerade Facebook angesprochen haben. Wenn Sie bei Facebook klicken, ich like Britney Spears und Desperate Housewives, dann gehen intelligente Maschinen, Algorithmen, mathematische Verfahren davon aus, dass sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit homosexuell veranlagt sind als heterosexuell. Ach was. Diese Dinge werden aus diesen Daten berechnet. Und was hat der Datensammler davon, dass ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit homosexuell bin als mein Nachbar? Sie werden in einem dritten Schritt dann mit entsprechend personalisierter Information überzogen, die Sie zu einem bestimmten Verhalten veranlassen soll. Der einfachste Fall ist natürlich der personalisierten Werbung. Wenn man also das Gefühl hätte, Sie wären hier in gewisser Weise sexuell veranlagt, dann bekommen Sie eine andere Art von Werbung als eine andere Gruppe. Das sagen Sie, im Werbefall ist das jetzt, ja, ist ja kein Problem, ist ja toll, kriege ich personalisierte Werbung. Aber ich glaube, dass wir naiv sind zu glauben, dass wir nur in Bezug auf
unser Konsumverhalten manipuliert werden und beeinflusst werden. Das Ganze passiert natürlich eben auch beispielsweise beim Wahlverhalten oder beim der Meinungsbildung. Wir haben uns gerade darüber gefreut, dass wir beide so alte Autos haben. Das müssen wir kurz erklären. Warum sind neue Autos jetzt auch schon gefährlich? Ich hätte so gerne ein neues Auto, verstehen Sie, so ein glossy, flashy Auto. Aber tatsächlich ist es eben so, dass Autos in der Zwischenzeit, wenn Sie so wollen, fahrende Computer sind und immer, wenn Sie es mit einem Computer zu tun haben, dann gibt es da bestimmte Möglichkeiten, Sie zu überwachen, Ihre Bewegungsprofile zu erfassen. Da gibt es also relativ viele Möglichkeiten, Sie auch zu verfolgen. Sie haben natürlich auch entsprechende Google im Auto häufig. Denn Google Android als Betriebssystem entwickelt sich zu dem eingebetteten Betriebssystem in Autos. Die sind eigentlich fast überall zu finden, in den großen Wagen in Deutschland bis hin zu Satellitenpräzisionsvermessung, überall ist Google drin, mit allen Hintertürchen, die da sind. Denn es ist natürlich ein amerikanisches Produkt, das wir erstens mit Einschränkungen nicht sicher kriegen und uns zweitens damit eben auch gewisse Wertvorstellungen einkaufen und insbesondere eben auch die Überwachungsmöglichkeiten mit einkaufen. Die sind einfach da direkt mit eingebaut. Und warum ist das für mich so gefährlich, dass Mr. oder Mrs. Google weiß, wo ich gerade herfahre? Ja, es ist natürlich ein Eingriff in Ihre Privatsphäre, in Ihr persönliches Verhalten, in Ihr privates Verhalten. Sie möchten ja wahrscheinlich nicht mitteilen, wo Sie sich bewegen, wo Sie unterwegs sind. Diese Daten werden eben dann wieder gespeichert. Interessanterweise ist das eben auch beim Handy der Fall. Also hier müssen wir gar nicht mehr auf die neuen Autos gehen, sondern wir müssen einfach nur auf unser Smartphone schauen. Über unser Smartphone, über den Geolocation Service kann man beispielsweise nachvollziehen, wo Sie unterwegs sind. Selbst wenn Sie den ausschalten, ist es nicht sichergestellt, dass Ihr Bewegungsprofil nicht erstellt werden kann. Und diese Bewegungsprofile werden eben gespeichert und die werden ausgenutzt. Beispielsweise sind Sie in einem Kaufhaus unterwegs und Sie sind in der Babyabteilung und dann werden Sie eben eine ganz bestimmte Wäscheabteilung hingeleitet. Das gibt es, diese Anwendungen und diese Apps, wenn Sie die nutzen. Und die sind eben deshalb möglich, weil man sie verfolgen kann auf Schritt und Tritt. Das heißt, wenn ich durch ein Kaufhaus gehe, dann kann irgendeiner am anderen Ende, der sich für mich interessiert, sehen, was ich mir gerade angucke und mir dann entsprechende Werbung schalten oder daraus schließen, dass ich schwanger bin oder so. Etwas so funktioniert es ja, weil Ihr Handy beispielsweise, selbst wenn Sie diesen Geolokationsservice ausgeschaltet haben, Ihr Smartphone hat eine eindeutige Identität, eine eindeutige Adresse. Und wenn Sie mit dem Smartphone unterwegs sind, wird das Smartphone häufig versuchen, sich auf WLANs, die ja immer häufiger angeboten werden, es gibt auch öffentliche WLANs, sich dort aufzuschalten. Und jedes Mal bei diesem Aufschaltversuch wird diese Identität, diese MAC-ID heißt es, gesendet. Und über diese MAC-ID sind Sie dann einfach auch in der Bewegung nachzuvollziehen. Und das möchten Sie natürlich nicht. Sie möchten ja eigentlich schon selbst entscheiden können, ich gehe jetzt von der Kinderabteilung in die Herrenabteilung und nicht in die Dessous-Abteilung. Und gut, das ist eben in der Form, wenn Sie so wollen, eigentlich eine Belästigung. Aber Sie können es natürlich auch als tolles Service empfinden, dass Sie hier klasse personalisierte Werbung bekommen. Smart war früher für mich immer ein positiv besetztes Wort. Jetzt ändert sich das gerade beim Smartphone bis zum Smart TV zu Hause, wenn Sie da Internetzugang haben. Was kann denn dieses Gerät bei mir alles anstellen? Ja, es gab vor einigen Wochen einen kleinen Skandal um den neuen Samsung-Geräte. Wenn wir beispielsweise daran denken, dass die neuesten Smart TVs beispielsweise nicht mehr zu bedienen sind mit den Zeppern, sondern mit Wischen. Sie wischen also mit der Hand in der Luft herum und das bedeutet, dass das TV-Gerät weiterschaltet oder sich einschaltet. Dann heißt es aber auch für das TV-Gerät, da muss eine Kamera mitlaufen und diese Kamera muss ihre Bewegungsdaten erfassen und interpretieren. Nicht die Kamera, sondern ein System im TV muss diese Bewegungsdaten interpretieren können. Und vor einigen Wochen hat Samsung die Betriebsanweisungen für die neuesten Geräte zurückgezogen. In denen stand aber sinngemäß drin, bitte achten Sie darauf, was Sie vor dem Fernseher tun, denn die Kamera könnte eingeschaltet sein. Und das ist tatsächlich ernst zu nehmen. Dasselbe gilt übrigens auch für Smartphones, die durch Spracherkennung, Sprachsteuerung angesteuert werden. Da können Sie also auch nicht sicher sein, dass das Mikrofon immer ausgeschaltet ist. Und man weiß natürlich nicht, weil es sich hierbei um einen kleinen Computer handelt beim Smartphone, eben auch beim Smart TV, inwiefern diese Daten korrumpiert sind. Das heißt also, die können natürlich unter Umständen mitgeschnitten werden, abgehört werden, abgegriffen werden. Das wissen Sie nicht. Sie haben vorhin ein wunderbares Beispiel gehabt und mir erzählt, wenn ich Britney Spears geliked hätte und ein bisschen Desperate Housewives geguckt hätte, dann hätten mich manche Leute für homosexuell gehalten und ich hätte entsprechend zielgerichtete Werbung bekommen. Hätte mich jetzt nicht so gestört, aber es macht darauf aufmerksam, was man alles zusammenbringen kann. Und jetzt haben Sie mir gerade, als die Musik lief, gesagt,
wenn ich die Löschtaste auf meinem Computer oder Laptop benutze, dann ist das für manche Leute auch interessant. Ich bitte um eine kurze Erläuterung. Ja, immer dann, wenn es ums Geld geht, wird es natürlich interessant. Unsere Daten sind wirklich viel Geld wert. Wir sind die Wirkursache für enorme Umsätze und Gewinne, insbesondere bei den Internetgiganten. Aber hier geht es beispielsweise um Online-Kreditanträge. Viele Menschen erledigen ja ihre Bankgeschäfte online. Und es gibt tatsächlich Online-Banken, die mitloggen, wie sie tippen, wenn sie ein Online-Kreditformular ausfüllen und wie häufig sie hierbei die Löschtaste drücken. Das lässt beispielsweise darauf schließen, wir denken eben wieder an die Auswertung der Rohdaten. Rohdaten sind eben die Betätigung der Tastatur und die Tasten, die sie hier drücken. Die neue abgeleitete Information aus der häufigen Betätigung der Löschtaste wäre beispielsweise, dass sie weniger gebildet sind. Und ein Fazit könnte sein, der Onlinebank bzw. des Berechnungsverfahrens, dass sie hier analysiert, dass sie deswegen nicht kreditwürdig sind. Also seien Sie vorsichtig, wie oft Sie löschen. Wenn ich mich dreimal vertippe in einem Kreditantrag, dann sitzt auf der anderen Seite jemand und sagt, der ist bekloppt, der kriegt unser Geld nicht? Na, das ist eben nicht jemand, sondern da sitzt eine Maschine. Das sind diese Maschinen, die Sie auswerten. Ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen, wo eben Maschinen bestimmte Dinge abgleichen. Und zwar habe ich einen Bekannten, der zieht gerade um von Frankfurt nach Bonn. Er hat seinen Mietvertrag in Frankfurt gekündigt und auch seinen Internetanschluss in Frankfurt, weil er das Gleiche jetzt natürlich in Bonn braucht. Die Kündigung ist quasi zurückgekommen vom Frankfurter Anbieter. Und der Frankfurter Anbieter hat gesagt, das stimmt nicht, du zahlst bitte diesen Vertrag weiter, denn du lügst. Auf deinem Facebook-Account steht nämlich gar nichts von einem Umzug. Das heißt also, die glauben meinem Facebook-Account mehr als mir. Ganz genau, das heißt, es werden hier Daten, die Sie in den Facebook-Account einstellen, in Ihre Facebook-Chronik einstellen, werden, wenn Sie so wollen, zweckentfremdet dazu verwendet, den wirtschaftlichen Interessen eines Internetanbieters zu dienen. Es ist natürlich nicht so, dass Sie davon ausgehen, dass Sie die erweiterte Stammdatenverwaltung eines Telekommunikationsunternehmens sind. Sie glauben, Sie kommunizieren mit Ihren Freunden, das ist aber eben nicht der Fall. Und wenn ich mit einer Kundenkarte einkaufen gehe und da Punkte sammle mit bestimmten Systemen und mit meinem Smartphone durch die Gegend gehe und wenn mein Smart TV speichert, was für Sendungen ich angucke und wenn die eher einfach gestrickt sind, dann wird darauf auch geschlossen, ich habe keinen Hochschulabschluss und bin nicht kreditwürdig. Da können Dinge rausgeschlossen werden, von denen träumen Sie nicht. In den USA werden beispielsweise die Metadaten Ihrer Mobiltelefonate abgegriffen und interpretiert. Das heißt also, wie lange telefonieren Sie mit wem und wohin, wenn Sie beispielsweise Student sind, am Wochenende länger mit Ihrer Mutter telefonieren. Nachts mit Ihrer Mutter telefonieren, wird das ausgewertet. Und es wird auf ihren Charakter geschlossen. Es gibt dort bestimmte Charaktereigenschaften, die sind dort eben zugeordnet, einem bestimmten Telefonverhalten. Und wenn das eben passiert, dann geht man in der Regel davon aus, dass sie depressiv sind oder neurotisch. Und das sind natürlich Informationen, an denen es ihre Krankenkasse heiß interessiert. Das heißt, wenn ich zu oft nachts mit meiner Mutter telefoniere, muss ich vielleicht bei meinem privaten Krankenversicherer demnächst höhere Beiträge bezahlen. Ganz genau. Ich hatte mir die Sendung irgendwie erfreulicher vorgestellt, aber ich kriege immer mehr Schreck. Die Maschinen, habe ich immer gedacht, können nur so intelligent sein wie die Menschen, die sie füttern. Habe ich dann Denkfehler gemacht? Nein. Ja. Ja, was jetzt? Nein. Es ist tatsächlich so, wir haben es mit einer ganz neuen Klasse von Maschinen zu tun. Wir haben früher Werkzeuge benutzt. Die haben wir auf die Seite gelegt, dann haben wir sie bis zum nächsten Gebrauch vergessen, wenn Sie so wollen. Aber die Klasse an Maschinen, mit denen wir heute zu tun haben, die künstlichen Intelligenzen, die Hand in Hand gehen mit dem Überwachungswahn und der Datensammelwut, weil sie zum Analysieren gebraucht werden, die arbeiten doch ganz anders. Die sind nämlich autonom. Die arbeiten asynchron, das heißt, die warten nicht auf irgendwelche Eingaben von uns, sondern die arbeiten tatsächlich für uns, mit uns, neben uns her und eben vermehrt auch an unserer Stelle. Und was ist daran so intelligent? Naja, wir haben es hier in diesem ganzen Zusammenhang mit Big Data und Überwachung hauptsächlich mit lernenden Maschinen zu tun. Und tatsächlich ist es so, dass in bestimmten Aufgabenbereichen, die diese lernenden Maschinen abarbeiten müssen, sollen diese lernenden Maschinen tatsächlich übermenschlich gut sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Jemand, der einen Backgammon-Computer
programmiert, muss kein Backgammon-Champ sein, sondern das ist eine lernende Maschine, die weiß ungefähr, das hat man also so gemacht, IBM ist da ziemlich bekannt für diese Art der Technologien, die weiß, das ist ein Boardgame, ein Brettspiel, Backgammon, und da gibt es einen Zufallsfaktor, das sind zwei Würfel, und mach mal, sagt man dann der Maschine. Und man hat also hier gerade bei IBM zwei Maschinen, die lernen konnten, gegeneinander antreten lassen. Die wussten also eigentlich fast nichts über Backgammon und haben dann angefangen zu explorieren, auszuprobieren. Was könnten denn hier die richtigen Züge sein in Verbindung mit den Würfeln? Und haben sich so praktisch hochtrainiert zum Backgammon-Champ und sind heute vom Menschen nicht mehr zu schlagen. Das heißt, ein mittelprächtiger Programmierer, sage ich mal, der in der Lage ist, eine lernende Maschine hinzustellen, muss kein Backgammon-Champion sein, um einer Maschine beizubringen, wie sie einen Champion schlägt. Also erstens, man muss der Maschine nur die Grundregeln beibringen, dass es zwei Würfel braucht und wie man das kleine Einmaleins sozusagen. Und dann lernt die Maschine schneller als der Mensch und mehr als der Mensch. Und das bei einem Spiel, wo der Zufall noch eine große Rolle spielt. Beim Schachcomputer leuchtet mir ja doch ein, das hat alles mit Logik zu tun. Das kann man der Maschine beibringen. Aber der Zufall, wie die Würfel fallen, wie bewältigt die intelligente Maschine denn das? Ja, das sind spezielle Lernverfahren. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil Sie schauen im Moment die Bordposition an, wenn Sie die Maschine sind quasi. Und Sie können eben nicht wie beim Schach sagen, ich probiere jetzt alle möglichen Züge mal aus und überlege dann, welches der beste sein könnte. Nein, hier kommt eben diese Zufallskomponente des Würfels dazu. Und es stellt sich eben erst viel später heraus, ob ein Zug, den ich jetzt unternehme, gut gewesen ist in der Zukunft, wenn ich dann zum Beispiel gewinne. Das heißt also, wir haben hier eine zeitliche Verzögerung und das ist relativ schwierig, eine schwierige Herausforderung, aber die hat man technisch gelöst. Das wäre jetzt zu weitgehend, wenn ich das erläutern würde. Aber das geht. Und insofern können wir davon ausgehen, dass Maschinen sehr kluge Dinge tun können, wenn es um Entscheidungen geht. Entscheidungen unter Unsicherheit. Da sind Maschinen wirklich viel besser als der Mensch. Der Mensch muss sich am Tag sehr häufig entscheiden unter Unsicherheit. Er muss viele Entscheidungen treffen. Und hier eben sind Maschinen in vielen Bereichen bereits strategisch und taktisch überlegen. Yvonne Hofstetter, eine Unternehmerin, die auch intelligente Maschinen füttert. Gleichwohl wird sie nicht müde. Sie zucken so mit den Augenbrauen. Stimmt es nicht? Doch, stimmt schon. Okay. Ich zucke auch mit den Augenbrauen, weil sie was herstellen, von dem sie, wenn man es missbraucht, dann auch gleich wieder warnen. Aber das ist ja mit allen Erfindungen so. Ne? Die kann man so oder so nutzen. Wie können wir gewährleisten, dass wir uns nicht selbst unser Grab schaufeln, indem wir immer mehr auf Maschinen schieben, die immer intelligenter werden, gegen die wir nicht mal mehr im Backgammon gewinnen können? Also im Moment haben wir da überhaupt keine Gewährleistung. Das ist ja gerade der Punkt. Im Augenblick geht die Entwicklung sehr rasch voran. Intelligente Maschinen werden immer mehr, greifen immer mehr um sich, nehmen immer mehr Raum ein. Und das Problem ist eben, wie kriegen wir das Ganze in den Griff? Es gibt renommierte Forscher, die warnen bereits, also ich denke an Stephen Hawking beispielsweise, die warnen bereits und sagen, das könnte unsere letzte Erfindung sein, die künstliche Intelligenz. Und deswegen sollten wir uns rechtzeitig Gedanken machen, wie in der Zukunft das Mensch-Maschine-Verhältnis aussehen soll. Was unterscheidet uns denn noch als Menschen von intelligenten Maschinen? Herbert Grönemeyer hat gefragt, wann ist ein Mann ein Mann? Jetzt frage ich Sie, wann ist ein Mensch und keine Maschine? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Im Grunde ist es so, dass die Digitalisierung, die digitale Transformation uns schon das Menschsein ein Stück weit raubt. Denn die Möglichkeit, uns zu berechnen, zu analysieren, zu prognostizieren, wie unser Verhalten sein soll, uns mechanisch zu manipulieren durch die Mathematik, das bedeutet natürlich, dass wir ein Stück weit auch wie eine Maschine wahrgenommen werden. Und das bedeutet eben auch, dass wir ein Stück dieses Menschseins verlieren, das wir eigentlich an unserer Rechtsordnung so schön festgehalten haben und insbesondere in unserem deutschen Grundgesetz, eine der schönsten Verfassungen der Welt, Artikel 1 Grundgesetz. Die Menschenwürde ist unantastbar. Der Mensch ist etwas Besonderes. Der Mensch hat Menschenwürde. Und etwas Besonderes ist er deshalb, weil er fähig ist zu moralischem Verhalten, zu moralischem Handeln. Das hat also im Moment mal nichts mit Intelligenz zu tun, wobei man sich eben fragt, was ist Intelligenz? Verschiedene Disziplinen definieren das Wort Intelligenz anders. Also wir beispielsweise in der Informationstechnologie sagen, eine Maschine ist intelligent, wenn sie lernen kann und wenn sie fähig ist, strategische Entscheidungen zu treffen. Mehr ist es im Moment mal nicht. Wir müssen nicht irgendwie kognitive Wahrnehmungen haben oder Ähnliches. Aber die Moral gehört jetzt erstmal nicht zur Intelligenz. Das ist etwas, das dem Menschen ganz zu eigen ist. Eine intelligente Maschine
kann vor allen Dingen Geld verdienen für alles. Das ist, glaube ich, der Gipfel dessen, was man von denen möchte. Und wenn die jetzt mit ihren Algorithmen sich selbstständig macht und sagt, die Menschenwürde, die Menschenrechte und so, die stehen eigentlich dem Geldverdienen im Wege, dann spuckt ihr unser neues Grundgesetz aus, das auf ganz anderen Werten beruht. Ja, das ist ganz grob gesagt, ist das so. Eine intelligente Maschine an sich verdient mal kein Geld. Eine intelligente Maschine kann Entscheidungen treffen und sie wird uns deswegen zur Seite gestellt werden als, sag mal, Assistenzsysteme in der Zukunft. Sie kann aber eben auch Dinge automatisieren, Entscheidungen automatisieren, die wir treffen müssen, beispielsweise an unserem Arbeitsplatz. Wir sehen das schon in der Finanzserviceindustrie. Da ist es so, dass beispielsweise die Regulierungsbehörde und die Bankenaufsicht in der Schweiz verlangt, dass Währungen in der Zukunft zu 95% nur noch gehandelt werden von Maschinen. Die menschlichen Händler sollen hier ausgeschaltet werden, weil natürlich im Bereich des Währungshandels viel Kriminalität aufgetreten ist in den letzten 12, 14, 16 Monaten. Wir hatten auch den Libor-Skandal. Wir sehen das gerade. Die Deutsche Bank ist hier im Feuer der Kritik. Wenn wir hier die Händler im Investmentbanking beispielsweise ersetzen würden durch intelligente Maschinen, so ist die Überlegung, könnte man doch beispielsweise dieses unmoralische Verhalten in diesem Falle eliminieren. Also den Menschen das Risiko Mensch hier einfach ausschalten. Im umgekehrten Fall ist es natürlich so, dass wir uns schon überlegen müssten, was ist gut, was ist böse? Kann eine Maschine das überhaupt entscheiden? Nein, das kann sie im aktuellen Zustand nicht. Eine intelligente Maschine ist eine Ansammlung von Gleichungssystemen mit 30.000, 40.000 Variablen. Und die macht einfach mal eine mathematische Rechenoperation. Man kann ihr alle möglichen Dinge programmieren oder an die Hand geben, Motivationsselektion, Handlungsoptionen. Aber das macht sie eben noch nicht fähig, moralisch zu handeln. Das macht sie noch nicht zu einem Menschen. Wen beliefern Sie denn? Also wir verarbeiten beispielsweise keine Humandaten, das heißt, wir verarbeiten keine Daten, keine persönlichen Daten von Menschen. Intelligente Maschinen kann man eben sehr schön zur Anlagensteuerung einsetzen. Beispielsweise werden Stahlwerke damit gesteuert, Luftzerleger, Aluminiumwerke. Sie können auch den Strom, die Stromverteilung in der Energiewende damit steuern. Und tatsächlich sind da eben auch schon künstliche Intelligenzen im Einsatz. Das ist das sogenannte Smart Grid. Sie können natürlich auch versuchen, Verkehrsverbesserungen zu erlangen. Eines unserer Projekte findet gerade statt in Frankreich und da geht es darum, den Verkehr in Marseille zu reduzieren und zwar den Lieferverkehr für die vielen Päckchen, die wir alle im Internet bestellen, auf der letzten Meile in der Stadt. Das Ziel ist CO2-Reduktion und Verkehrsreduktion. Das würde aber deutlich am besten gehen, dass die Leute wieder selber in die Stadt gehen und sich ihre Päckchen nicht per Post schicken lassen, sondern beim Einzelhändler einkaufen gehen und im Tante-Emma-Laden. Das ist richtig, so funktioniert es auch heute und so sind die Logistikketten und die Logistikprozesse auch noch designt. Die sind genau auf das ausgelegt und können eben nicht gut damit umgehen, dass wir eben diese vielen Päckchen anfordern übers Internet. Aber hier haben wir natürlich auch die digitale Transformation, die viele bewährte Dinge zerstört, zu neuen Geschäftsprozessen führt und hier müssen wir halt schauen, dass wir das möglichst schonend hinbekommen. Wir müssen noch kurz darüber reden, welche Regeln notwendig sind, damit wir uns nicht in die Knechtschaft intelligenter Maschinen begeben. Alles lässt sich nicht regeln. Es ist ja schon rausgekommen jetzt vor ein paar Tagen, dass der BND die NSA in den USA beliefert hat und offensichtlich auch der Bundesregierung und dem Bundeskanzleramt schon vor Jahren Bescheid gegeben hat. Das hat aber den Chef des Kanzleramtes, der damals de Maizière hieß, irgendwie nicht so richtig gekratzt. Jedenfalls hat er das nicht weiter veröffentlicht. Dagegen kann man nichts machen, wenn ein Mensch sich unrecht verhält. Dagegen können Sie nichts tun, aber wir als Bürger sollten sehr wohl einfordern von der Politik, dass diese Infrastruktur Internet, die eben einhergeht mit der Überwachung, Internet der Dinge, das gehört ja alles zusammen, Industrie 4.0, dass diese Infrastruktur, die so lebenswichtig für uns geworden ist, die systemrelevant ist, dass diese Infrastruktur grundrechtssicher hergestellt wird. Das heißt, grundrechtssichere Infrastruktur muss durch den Staat auf eine Art und Weise hergestellt werden, dass sie unsere Rechte wahrt. Und das dürfen und müssen wir einfordern. Das wäre allerfeinstes deutsches Staatsrecht. Das heißt, wir brauchen dann mal wieder eine Kommission. Vielleicht kann es auch die existierende Ethikkommission machen, die sich sonst noch mit anderen Dingen beschäftigt. Tatsächlich ist es so, dass man in den USA und in Großbritannien das Internet neu klassifiziert und eben sagt, das ist systemrelevante Infrastruktur wie die Wasserversorgung, das Schienennetz, die Stromversorgung.
Und eben das würde bedeuten, dass man hier bestimmte Anforderungen an diese Infrastruktur hat. Natürlich kann man diese Anforderungen outsourcen. Man kann natürlich hergehen und sagen, liebe Telekom, liebe Siemens, ihr seid jetzt damit beauftragt, diese Infrastruktur herzustellen. Aber so, dass sie in Einklang ist mit unserer Rechtsordnung, mit unserem Grundgesetz, dass sie unsere Bürger schützt und nicht die Rechte der Bürger verletzt. Das müssen wir einfordern. Ich kann das nur unterschreiben. Das lassen wir als Schlusswort jetzt so stehen und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Siller.